Nach einem recht ungemütlichen Wochenende sieht es in der kommenden Woche nach einigen trockenen Tagen und goldenem Oktoberwetter mit bis zu 20 Grad aus. Und damit herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Raschelndes Laub, wärmende Sonnenstrahlen und milde Luft. Wer sehnt sich nicht nach ein bisschen goldenem Oktoberwetter? Und in der kommenden Woche sind die Bedingungen gar nicht schlecht. Perfektes Outdoor-Wetter für einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung in der Natur. Und passenderweise gibt es am Montag einen Feiertag, den schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Und die ersten Schüler dürfen sich auch freuen, denn in Nordrhein-Westfalen beginnen die Herbstferien. Jetzt am Wochenende zeigt sich der Oktober aber erstmal von seiner anderen Seite. Ein kräftiger Wind mit einzelnen stürmischen Böen treibt immer wieder Wolken und Schauer durchs Land. Vor allem am Sonntag kann es in der Südhälfte auch mal länger anhaltend regnen. Dazu Temperaturen um die 15 Grad. Aber mit dem Wind wird sich das deutlich ungemütlicher anfühlen. Also so gefühlte Temperaturen um 10 Grad. Auf jeden Fall die Regenjacke nicht vergessen. Aber bereits am Tag der Deutschen Einheit, am Montag, bessert sich das Wetter langsam schon wieder. Im Süden zieht der Regen ab und die Wolkendecke lockert hier und da auf. Temperaturen auch ganz angenehm, bis zu 18 Grad am Nachmittag und überwiegend bleibt es trocken. Dieser Trend setzt sich dann auch im Wochenverlauf weiter fort. Das Hoch verstärkt sich über uns und könnte im Laufe der Woche sogar eine Brücke zu dem Atlantikhoch bilden, also eine recht stabile Wetterlage. Der Zustrom warmer Luft nimmt auch noch zu, das heißt rund um die Wochenmitte durchaus wieder 20 Grad und mehr möglich. Einen ganz lupenreinen blauen Himmel sollte man allerdings nicht erwarten, denn hier und da ziehen einige Wolkenfelder durch und es könnte natürlich auch Nebel immer mehr zum Thema werden, denn gerade in Flussniederungen oder in der Nähe von Wäldern hält sich der Nebel auch manchmal bis zum Nachmittag. Insgesamt also ziemlich gute Wetteraussichten, wenn ihr euren Garten noch winterfest machen wollt oder zum Beispiel zur Apfelernte für die späten Sorten. Denn wenn die Äpfel jetzt die letzten Sonnenstrahlen getankt haben und abgetrocknet sind, lassen sie sich prima einlagern. Aber egal, was ihr bei diesem Wetter in eurer freien Zeit vorhabt, genießt auf jeden Fall das schöne Herbstwetter. Ich bin Niklas Weise von Wetter Online. Wissen, wie das Wetter wird? Mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren.